Servus, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Gear-Video. Ihr habt es natürlich am Thumbnail schon gesehen. Heute geht es um die Schultertasche von Hyperlite Mountain Gear. Wir schauen uns diese Tasche gleich mal genauer an. Welche Funktionen hat sie? Was kann man damit machen? Wofür ist die überhaupt gedacht? Und lohnt sich dieser exorbitant hohe Preis für eine Schultertasche überhaupt? Oder ist das einfach nur unnötiger Luxus? Bevor wir allerdings richtig ins Video einsteigen, möchte ich ein kleines Vorwort, ein Disclaimer, eine Info vorweg schicken. Und zwar ist dieses Video ein Auftaktvideo einer kleinen Videoreihe, die ich in den nächsten Tagen und Wochen zu Hyperlite Mountain Gear machen möchte. Ich habe verschiedenste Produkte mittlerweile hier liegen und die möchte ich euch nach und nach alle vorstellen. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen ist es einfach so, das Zeug ist unheimlich hochpreisig und ich weiß, viele von euch sitzen draußen und fragen sich, lohnt es sich, dieses Geld für diese einzelnen Dinge zu investieren oder ist das, wie gesagt, einfach unnötiger Luxus? Und da es nur sehr, sehr wenige deutsche Reviews gibt, möchte ich euch einfach mit dieser kleinen Serie helfen, für euch ein bisschen besser einzusortieren. Macht das Sinn, sich das Ding zu kaufen? Lohnt es sich, dafür zu sparen? Oder ist das wirklich ein Produkt, was ich nicht brauche, weil es einfach nur für Gear-Junkies wie mich ist und ja, kann ich darauf oder könnt ihr darauf verzichten? Von daher hoffe ich, dass euch diese kleine Videoserie ein wenig hilft, diese Produkte ein bisschen besser einzusortieren in den Gesamtmarkt. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass jedes Produkt, das ich euch im Rahmen dieser Serie vorstellen werde, von mir selbst gekauft und komplett bezahlt wurde. Das heißt, alle Produkte sind hier nicht im Rahmen einer Kooperation. Das sind keine Videos, die ich für irgendeinen Werbepartner machen muss. Ich möchte euch diese Produkte einfach, wie gesagt, vorstellen, weil es eben so wenig Informationen auf dem deutschsprachigen Markt zu diesen Taschen und Rucksäcken und was auch immer wir uns da anschauen gibt. Und da hoffe ich einfach, hier einen kleinen Mehrwert liefern zu können. Ansonsten auch eine kleine Herzensangelegenheit von mir. Wenn euch irgendwas interessiert, dann schaut gerne bei den Jungs von Walk on the Wild Side vorbei. Das ist, wie gesagt, keine Kooperation. Ich empfehle euch den Shop jetzt einfach, weil er A, einer der wenigen ist, die diese Produkte nach Deutschland importieren und B, weil es einfach ein Shop ist, zu dem ich extrem hohes Vertrauen habe. Die Jungs haben Ahnung von dem, was sie erzählen. Die Jungs sind ehrlich in dem, was sie machen und sie bieten einfach einen super Service. Und wenn ihr schon so hochpreisige Artikel kauft, dann möchte ich euch auch einfach einen Shop empfehlen, der ja, seriös und vertrauensvoll ist. Und mit den Jungs arbeite ich schon lange zusammen und von daher, wenn ihr was in dieser Richtung bestellt, dann schaut bei Walk on the Wild Side vorbei. Link packe ich euch natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann alles, was ihr braucht. Okay, dann fangen wir mal mit der Tasche an. Ihr habt hier eine ganz einfache Schultertasche. Aber was ist an dem Ding jetzt so besonders? Ich muss sagen, seitdem ich Frameless Rucksäcke nutze, liebe ich einfach diese Taschen an den Schultergurten. Das ist sowas von praktisch, nicht nur um eine kleine Trinkflasche unterzubringen, sondern insbesondere einfach um mein Handy oder die GoPro zwischenzuparken, weil die habe ich auch meistens in den Schultertaschen. Jetzt bin ich nicht nur mit Frameless Rucksäcken unterwegs, sondern ich habe auch verschiedenste, ja, normale Rucksäcke, sage ich jetzt mal, mit einem Tragesystem und die haben natürlich in der Regel meist keine Schultertasche. Da ich jemand bin, der sich an solche Dinge schnell gewöhnt, habe ich lange, lange nach passenden Schultertaschen gesucht. Und jede Schultertasche, die ich bisher gefunden habe, hatte einfach das Problem, dass die Befestigung absolut suboptimal war. Entweder hat man diese Taschen mit einem Karabiner oben eingehangen, wie zum Beispiel meine Saleva-Tasche, dann baumelt das Ganze bei Bewegung, insbesondere wenn man auf Kletterpassagen ist, immer am Schultergurt rum, das nervt einfach auf Dauer, das baumelt rum, wenn man sich bückt und das ist keine gute Lösung. Oder noch schlimmer sind die Lösungen, die man hat, indem man quasi ein Velcro-Band um den Schultergurt macht, dann hat man unter dem Schultergurt meistens so eine Sollscheuerstelle und gerade auf längeren Touren, wo auch viel Belastung eventuell auf den Schultergurten ist, nervt das einfach total, wenn du hier so eine Stelle hast, die immer drückt und scheuert und da war einfach nichts, was mich begeistert hätte. Und da bin ich auf diese Tasche hier gestoßen. Die Tasche ist, wie gesagt, sehr, sehr teuer für eine Tasche. Grundsätzlich ist es so, sie ist aus DCF gefertigt, also aus Dyneema. Und das ist kein normales Dyneema, sag ich mal, sondern Hyperlite Mountain Gear stellt oder fertigt sein eigenes Dyneema-Laminat her, was nochmal eine Spur robuster ist, wie das, ja, was
bei anderen Anbietern wie Zipex etc. verwendet wird. Man muss dazu wissen, Hyperlite Mountain Gear baut eben die NEMA-Produkte für die Berge. Und das ist auch der Grund, weshalb mich diese Marke momentan so sehr interessiert und warum ich so viel Spaß an dieser Marke habe. Und auch, weil die Produktpalette sehr, sehr einfach ist. Ihr habt die meisten Produkte in Schwarz oder in Weiß. Ihr müsst dazu wissen, das schwarze Material ist etwas robuster, dafür auch ein wenig schwerer, wenn man hier überhaupt noch bei schwer von schwer reden kann. Das weiße Material ist hingegen nicht so dick und ja, dafür ein wenig leichter. Das ist schon mal so eine Richtung, wo ihr einfach gucken müsst, kauft den Rucksack in Weiß, dann ist er leicht, kauft den in Schwarz, ist er auch leicht, aber nur minimal schwerer wie der weiße, aber dafür wesentlich robuster. Dann müsst ihr halt selber gucken, was euch da gefällt. Mir gefällt das schwarze Material ganz gut, weil das Weiß natürlich auch sehr schnell versaut ist. Es gibt genug Leute, die mögen das weiße Material, weil es so eine schwarz-dreckige Patina hat. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich verbaut Hyperlite Mountain Gear YKK AquaGuard Zipper. Das heißt, das Dyneema-Material ist hundertprozentig wasserdicht und die Zipper sind auch extrem wasserabweisend. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, bei Regen kommt hier kein Wasser rein. Ihr könnt damit jetzt nicht tauchen gehen, aber Regen ist überhaupt kein Problem. Und was sehr gut ist, die Zipper laufen extrem gut, dafür, dass sie so gummiert sind. Bei einigen Produkten sind teilweise sogar die Nähte getaped. Da müsst ihr einfach mal gucken. Und hier habt ihr letztendlich erstmal einfach nur eine normale Tasche, wo ihr innen eben nochmal eine kleine weitere Einschubtasche habt. Wofür nutze ich diese Tasche jetzt? In meinem Fall ganz einfach hierfür, für die GoPro. Ihr seht, hier passt die ganze GoPro inklusive Shorty rein. Und in der kleinen Zwischentasche hier, die hier, weiß nicht, ob man es hier sehen kann, da könnt ihr sogar noch 2, 3 Zusatzakkus reinpacken. Ihr könnt noch ein kleines Putztuch reinpacken. Ihr kriegt auch sonstiges weiteres Zubehör hier rein. Und damit habt ihr die ganze GoPro quasi am Schultergurt. Und das gefällt mir in der Tasche sehr gut, weil das habe ich bisher bei anderen Taschen noch nicht gehabt. Und es passt sogar noch, jetzt in diesem Fall, das zeige ich euch jetzt mal einfach hier. Zwar ein bisschen eng durch mein Case, aber hier passt sogar noch mein Handy drauf. Und damit habe ich alles jetzt in dieser kleinen Tasche zusammen. Ihr müsst diese Tasche natürlich nicht für die GoPro verwenden. Ihr könnt hier auch ein paar Snacks reinpacken, ein Erste-Hilfe-Kit oder was immer ihr hier reinpacken möchtet. Oder einfach tatsächlich nur das Handy. Ich habe ein iPhone 12 Pro. Hier würde sicherlich auch noch ein iPhone 12 oder 13 Max reinpassen. Bin ich mir fast schon überzeugt. Oder, was auch viele nutzen, das Ganze für die Sonnenbrille, für Sonnencreme oder was weiß ich, alles, was ihr eben während der Tour stets griffbereit haben möchtet. Ihr habt hier vorne auf der Tasche so ein Dyneema-Mesh mit einem Gummizug. Der ist auch ziemlich straff, wobei ich davon ausgehe, der wird sich mit der Zeit ziemlich ausleiern. Der Clou an der Tasche ist allerdings die Befestigung. Versucht das euch mal hier zu zeigen. Ihr habt hier nämlich keine normalen Karabiner, sondern ihr habt hier so Karabiner, die ihr passend in die Daisy Chains eurer Rucksäcke einhängen könnt. Das heißt, der Karabiner hat halt eine Querbefestigung und zwar oben und unten. Und das ist ein Punkt, da verstehe ich wirklich nicht, warum andere Hersteller das nicht machen. Also dieser Punkt alleine war für mich ausschlaggebend, die Tasche zu kaufen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, du bist durchgeknallt, eine Tasche nur wegen diesen bescheuerten Karabinern zu kaufen, zu dem Preis. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass ich meine ganze Filmausrüstung hier reinbekomme, dass die Tasche komplett wasserdicht ist und ich sie vernünftig mit diesen beiden Karabinern befestigen kann am Schultergurt, ohne dass die sich oben oder unten bewegt, war mir persönlich die Investition jetzt wert. Ein Punkt, den wir in dieser Preisklasse natürlich noch ansprechen müssen, ist die Verarbeitungsqualität. Hyperlite Mountain Gear hat vor einigen Monaten seine Produktion von den USA nach Mexiko verlegt
Und man hat in den Foren viel gelesen, oh, jetzt gibt es Qualitätsprobleme, der wird nur Müll geliefert und jetzt geht die Qualität nach unten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle meine Produkte, die ich bisher bekommen habe, inklusive dieser Tasche, wurden bereits in Mexiko gefertigt. Und ich stelle hier keinerlei, ja, Qualitätsmängel oder Verarbeitungsprobleme fest. Es gibt eine kleine Stelle hier oben am Mesh, wo ja, ein Mini-Faden raussteht. Das wird aber das Problem sein, dass sie einfach das Mesh mit diesem Gummi ziemlich schwer zu vernähen ist. Aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Grundsätzlich würde ich sagen, die Verarbeitungsqualität dieser Tasche ist dem Preis gegenüber angemessen. Damit sind wir dann mit dieser kleinen Tasche auch schon durch. Das Video ist eh schon viel länger geworden, als es ursprünglich werden sollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bald in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!